Okay, das ist doch geil. Wir haben ewig nicht mehr auf diesen Enes Yilmaz-Dude reagiert. Lass uns das bitte gucken. Ich liebe diese. Das war der Typ mit diesem, mit dem Riesenhaus, mit dem fucking 500-Millionen-Dollar-Haus-Scheiß, wo alles voll kacke aussieht. Let's go, wir gehen da rein. Guck mal, da fängt schon geil an. Die haben, natürlich haben sie. Warte. Enes, chill. Ich mache jetzt keinen Joke wegen Enes. Direkt mal geil hier, dass die beim Thumbnail, ne, ihr seht das jetzt nicht mehr. Natürlich nehmen sie da ein Smart. Damit, also so Hauptsache man zeigt, dass man, dass ein Auto in ein Auto reinpasst, aber dann nehmen sie halt ein Smart, ne? It's Enes here. This week we're in Wilhelmsdorf, Germany. Ach, Enes, spricht man das aus? Nicht Enes? Ich hatte, habe ich letztes Mal schon mal erzählt, ne? Wir hatten ja wirklich in der Schule damals einen, der hieß Enes. Er hat es nicht leicht gehabt. Sag's mir so, er hat es nicht leicht gehabt. And going to tour this futuristic, luxurious motorhome built by Dembel. This model starts around 1 million euros and the particular motorhome right... Oh, da muss man auch schon mal ein bisschen streamen für. And now, without further ado, let's begin our tour. Ist das in Deutschland? Das ist doch Deutschland. Uff. Das ist Deutschland. Enes ist in Deutschland. Enes, in Deutschland, in Germany, we call you Enes, sorry. We call Enes. Ja, nochmal. Habe ich gar nicht dran gedacht, da ist ja nochmal ein Gag drin. Enes. Uff. Ja, das ist so albern, Leute. Ich finde das nicht so smart. First thing I want to mention. This motorhome is built on a Mercedes Actros chassis. You have a 12.8-liter. Dafür braucht man halt einen LKW-Führerschein, oder? Engine V12 that gets 530 horsepower. And check this out, Mikey. This vehicle does 11.5 miles per gallon, even though it weighs 26 tons. Oh, die mit ihren Fantasiewerten, Gallons und so. Was bedeutet das? Also er verbraucht viel oder wenig, sagt er halt. Gallonen. Genau. Gallonen. If we go around the side, Mikey, I love the contemporary lines. It's just the motorhome looks so modern and elegant, and we're used to seeing a lot of motorhomes that are a little bit more, let's say, old school. Ey, vor allem mal ganz kurz, Freundchen, bei aller Liebe. Es sieht einfach nicht aus wie ein Wohnmobil. Es sieht einfach aus wie ein fucking von der Formel 1 irgendwie so ein Wagen, wo man halt irgendwie so eine ganze Werkstatt ausfahren kann oder so. Das sieht aus wie ein Produktionswagen. Das sieht aus wie ein fucking beim Film, so ein Cateringwagen. Das sieht nicht aus wie ein Wohnmobil. Das ist einfach kein Wohnmobil. Das ist einfach, I don't know, was soll das? Ey, was für ein Arschloch man sein muss, wenn man damit auf dem Campingplatz auftaucht oder so, weiß ich nicht, am Gardasee oder sowas, wo alle so zelten und vielleicht ab und zu mal einer mit so einem Heimer und du so mit so einer Riesenhupe so dann einfach dahin fährst und alle so ausdingst und so Zigarre raus und so, ich hab Gallonen an Bier. Wäre mir unangenehm, aber irgendwie auch geil, bisschen guter, es war schon ein geiler Auftritt, fällt mir gerade auf. Check this out, it's so elevated from the ground. Look at Alter, the passenger okay. Side here. Ey, das ist schon geil. Okay, sorry. Das finde ich irgendwie geil. Guck mal, der ist ja jetzt nicht klein. Ich schätze, der ist so 1,80, oder? Der wirkt auf mich relativ. Das ist ja echt übel hoch. It's like solid, what, like 6-7 feet up there. It's like climbing a ladder to get up. Exactly. But another thing I want to mention, the windshield on this thing is a little bit more shallow. It's almost like a little bit more sporty. Now that we're on the side, another detail I want to mention, it doesn't have side mirrors, it has side cameras. And we're going to show you guys. Finde ich nicht gut, mag ich nicht, diese Entwicklung mag ich nicht. Good old analoge Mirror, vertraue ich mehr als so einer Kamera, die kann immer mal ausgehen, da kann immer was passieren. I don't know, I don't like it. Guys, how that works on the interior. Now, going this way, we have the first slide out here that kicks out about 50 centimeters. That's your living room area. And on this side, we have two... Und dann aber so billige... Komm, das sind einfach ganz normale Billo. Okay, gut, die sind ein bisschen metallig unten, aber. Also komm, wenn man schon jetzt komplett Robert Geiss-Style hier abgeht, dann kann man ja auch irgendwie da jetzt auch noch so zwei so Massagesessel rausholen, oder? Folding chairs, custom designed for this motorhome, where you can store it right here. That's your storage. Oh, super, das ist der Storage für die Stühle, ganz toll. Wow, das ist der Selling Point für mich, aber für euch auch, oder? Ah, ich habe mir kurz gedacht, nee, zahle ich jetzt 1 Million Euro, aber habt ihr für die zwei Klappstühle? Habt ihr da irgendwie einen Storage Space? Weil das muss dabei sein, damit ich 1 Million Euro ausgebe. In the center we have this lit up staircase that leads you to the inside. Push of a button, you can actually close the staircase. It flushes nicely with the exterior clad. Ey, eins muss man sagen. Am Anfang, ne, wir haben ja schon ein paar Videos von dem geguckt.
Am Anfang dachte ich so ein bisschen, ich weiß nicht, der ist mir so ein bisschen, aber man muss echt sagen, ohne Scheiß, der macht das gut. Der hat das schon drauf. Das ist so ein Verkäufer-Dude. Der kann, der hat einen guten Sprech, der macht das gut. Punkt. So, das kann er einfach, finde ich. Merkt man schon. Close this panel here. There's a nice cutout for your keypad and I cannot show you guys this code, but ey, also, guck mal bitte, wie hoch das ist. Das sind die Fenster. Das ist so abgefahren, Mann. Now, Mikey, two more details here. Number one, these rear tires, they have steering as well. That way, when you're turning, the rear... Ey, wisst ihr, wie geil das aussehen würde, dieser Truck? Wenn dieser ganze Truck so ganz kleine Reifen hätte, hier so ungefähr so die Größe. Das wäre nicht so witzig. Aber nicht ganz viele, wirklich auch nur hier so zwei. Oder vielleicht, so eine, vielleicht kann man das machen, so als optische Täuschung, wenn man hier so ein bisschen noch das, die Schutzdinge hier verweitert und dann so. Das finde ich voll witzig immer, solche Autos. Tires turn as well to help you with the turning radius of this long vehicle, which is super cool. And above us, ja, das mit den Felgen triggert euch das auch so? Ich mag das auch nicht. Warum hat das hier zwei verschiedene Felgen? Das sind so Dinge, das macht mich wahnsinnig. Warum ist das so und das so? LED lighting on the steel legs, which is super unique. And above that is obviously covered. Wie groß das ist! Das ist einfach so groß wie eine Tankstelle, eine kleine Tankstelle. Guck mal, wie weit das rausgeht, Leute. Das ist einfach eine Halle jetzt. 6 meters wide, 3.5 meters in depth. And on top of that, you have a secondary motorized screen here to lower down. That way, let's say you're having your meal down below here and you don't want to get the sun, you can actually avoid it through the shade. That's pretty cool. That thing is huge. It really sticks out far. That's what she said. Exactly. And another cool detail, I know too much about this RV now. When the wind gets up to 39 kilometers an hour, it automatically closes up since it doesn't have any supporting legs. Wow. Super unique. That's German engineering for you, Enis. Hello, first of all, I'm Donny. I'm actually Irish, but I live in Germany for a long time, and I will tell you this. In Germany, we do things right. When the wind, you don't want the thing to collapse, you know? So we are German engineers, and we think of all the possibilities in the world. And also, we don't say gallonen. Please refer to liquids in the future as liters, and please stop saying the word Fuß or feet and say meters. Thank you. And now I will watch your video weiter. Now, speaking of unique, this is amazing. This model has a small garage where you can park your... Okay, das ist so, ja, okay. Mhm. Gut, das könnte natürlich fürs Auto sein, aber ich glaube, wir wissen alle, dass das einfach ein Mordraum ist. Das ist Dexters Kabine, wo die Leichen zerstückelt werden. Das sehen wir doch hier ganz klar, diese sterile Stahlboden, da werden die Leichen versteckt. Ich sag's doch, wie es ist. Mein Gott, das ist der Operationstisch, was ist das? And it's amazing the fact that you can actually bring your own personal car wherever you... Yeah, well, you can't bring every car. Du kannst ein Smart mitbringen. Das war's dann auch, oder? That's always been like my biggest problem with RVs in general, because like usually you're out in like national parks or something, and it's like sometimes you want to drive on a dirt road, but you can't take these big cars. Or go to grocery shopping. Exactly, yeah. And in this case, this motorhome comes with this smart car. Er hat da schon recht. Also okay, nehmen wir mal kurz an, wir sind jetzt einfach in dieser Welt dieser reichen Leute, dieses sowas. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wenn man sich so ein Wohnmobil kauft und hat für eine Million Dollar oder was auch immer. Ich glaube, die Leute gehen selber nicht mehr einkaufen. Glaube ich einfach nicht. Ich glaube, die haben so einen Dude, der das irgendwie macht. And check this out, Mikey. The way you park it inside, obviously, currently we have it on the ramp. And they have a tow hook here. And just like that, you pull the car inside and close this hydraulic door. That's pretty awesome. Amazing, right? Now, Mikey, let's wrap around it. It's pretty awesome. Ich liebe den anderen Typen. Ist pretty awesome. I want to briefly talk about the color palette and kind of like the design elements. Es ist mir zu clean. Ich weiß auch nicht. Das ist so, ich finde irgendwie weird, weil das diese, gut, aber andererseits, was willst du da sonst drauf machen? Ist ja ein Wohnmobil. I don't know. Es ist irgendwie seltsam, dass das hier so clean ist. Of this motorhome. They went with this aber irgendwie, guck mal, wie groß das ist. Guckt euch das mal an, ey, wie weit das da nach vorne geht. Twitch-Namen drauf, genau. Donny_O. Was ein Like da. Over here we have more storage panels and access points. In this case, this is Mikey right here, is where you have your heating system and access to your valves and plumbing and all that. Aber da sieht man halt, ey, da wurde halt richtig sauber gearbeitet. Das ist halt wirklich so German Engineering. Guck mal, das ist so sauber, Alter. Guck dir das mal an, wie das alles verarbeitet wurde. Da war jemand, der hat Plan gehabt. Ein richtig geiler
Sanitär- und Heizungsinstallateur war hier dran, sage ich euch. Every time you need the generator, it turns on automatically. So you don't have to shift the button or turn the switch on. It's just automatically wired that way. Pretty cool. It's an American import also. That's right. Yeah. Now, Mikey, that's... das einzige amerikanische am Auto, das muss natürlich der Ami jetzt nochmal ansprechen. Ne? Das einzige, was da amerikanisch ist, das ist deutsche Ingenieurskunst, ja? Da brauchst du mit deinem Generator da. Importgenerator gar nicht kommen, wahrscheinlich, also das brauchst du mir nicht sagen jetzt. Above that, your second... ich überlege gerade, was an dem Auto vielleicht das Irische wäre. Einfach irgendwie so, so ganz schlecht, so völlig, so mit Holzbrettern und so Nägel alle krumm, so ein Whisky-Regal, wo einfach nur so ein Whisky drin ist. Also, yeah, and this is the Irish import. So we have this whisky shelf brought, this is import from Ireland und alles völlig kaputt. This one is a little bit bigger. It kicks out about 70 centimeters, and that's your kitchen right there. Now, lastly, we have Wahnsinn. The driver's side here. Let's take a quick look. Guck obviously, mal, wie hoch das ist. Ich find's geil irgendwie. Ich weiß nicht, dieses Video ist ganz weird bei mir. Es macht beide Seiten der Emotion. Einerseits denke ich mir, das ist so völlig übertrieben, braucht kein Mensch. Andererseits denke ich, sag ich ganz ehrlich, fuck, das ist irgendwie geil. Das ist irgendwie geil. Guck mal, wie hoch das ist, ey. Ich war noch nie in so einem LKW drin vorne. Also ich saß noch nie so hoch in so einem LKW. Schon so ein Sprinter teilweise finde ich schon ganz geil, wenn man da so eine Stufe hoch muss. Das hat schon was. I mean, it's up there. Yeah, it's high. It's really, really cool though. The whole motorhome looks so contemporary and elegant. It has a young vibe to it. You have a Mercedes. Okay, that's bullshit. It doesn't have a young, there's no young. Come on, I mean, now you're just making up things. Das hat keinen young vibe. Jetzt geht, der war ja noch nicht mal drin, Leute. Arturo und Xir, now, I want to open. Oh, jetzt hat er mich aber schon geil gemacht. Der hat schon mich jetzt gut geedged hier für reingehen, muss ich ganz ehrlich sagen. So you have 8 stairs that takes you up, Mikey. Built-in handrail with LED lighting. You can see the latches, they're heavy duty. And I'll meet you guys inside. Okay, let's go. Anus. Yeah, anus im Truck, and anus im Bus. And we go into the living room area. Now the interior of this motorhome. Brutal hässlich. Brutal hässlich. Das ist eine Mischung aus Star Trek Enterprise aus den 90ern, Poco Domäne. Was ist das für ein Tisch? Das ist ja wohl auch absolut lächerlich, kann man wahrscheinlich raus und reinfahren. Viel zu clean alles, ungemütlich, da fehlen Kontraste, da fehlt irgendwie, also das ist nicht geil, das ist einfach ein Raumschiff. Denbell uses an interior design firm that specializes in yacht design and their eye for beautiful finishes, wood clad details. Really, ja, natürlich ist alles super sauber gearbeitet und so und clean und so, aber das ist doch einfach steril. Das ist doch, hat doch überhaupt kein, das ist doch einfach, das ist ja, ist wie so für so ein Pornodreh oder sowas. Bang Bus aber, oder Bang Truck. Now the first area I want to cover is right behind me. TV. We have this 50-inch TV nicely recessed into this wood clad wall. And even the ceilings are covered with this exquisite material, mood lighting throughout, and they also have their AC diffusers nicely tucked into these panels. That way you get a nice air distribution throughout the space. Now, aber das Ding rumfahren mit so einem Star Trek Cosplay, so wäre schon geil mit so einem Star Trek Voyager, Captain Janeway Uniform und so. Engage. I want to cover this section here. This is your living room seating area. You have a built-in seating here with mood lighting underneath, and this is your first slide out, Mikey. You even have some upper cabinets here. Da eine Runde Doggy-Style, während man auf der Autobahn ist. Das finde ich ganz geil. Während das so ausgefahren ist, was wahrscheinlich nicht erlaubt ist. Aber hier einfach knallhart Doggy-Style und man fährt auf der Autobahn. Weil du hast ja alle Fenster. Hast das Fenster, kann alle anderen so winken währenddessen. Nichts davon wäre erlaubt. Ja doch, rechte Spur, oder? Rechte Spur, man sagt doch, rechte Spur darf man bumsen. It's just a cozy area for you to sit down and watch your maybe have a little bit of a bumps. TV, since it's on a perfect angle. Now, nee, das stimmt nicht. Da lügt er gerade, finde ich. Das ist jetzt fängt er an zu verkaufen. Komm mal, Leute, jetzt mal ehrlich. Ich bin jetzt auch nicht picky. Das stimmt nicht. Der Fernseher ist hier komisch schräg da hinten. Das mag ich. Das ist, ja, klar kannst du da chillig, aber nee. Da, hier was irgendwas rausfahrbares oder so wäre besser, glaube ich. In front of the seating area, we also have this table. Sex wäre erlaubt, aber nur angeschnallt. Warte mal, ganz kurz, Leute, darf man das wirklich? Darf man im Auto, wenn man angeschnallt wäre, Sex? Nee, wahrscheinlich. Na okay, warte, ich merke gerade selber, ist die dümmste Frage, die ich je wahrscheinlich hier gestellt habe. Gut, dass wir das jetzt heute machen, wo besonders viele Zuschauer da sind. Nice! And you can actually, Mikey, adjust it, turn it this way and have it as a dining table as well. Ja gut, on das top ist of that, was, you can lower it. Und wieder der andere Typ, oh wow. Der sagt immer nur so ganz kurz immer was. Ja gut, das war doch klar, dass es reinfährt, oder?
A lot of interesting. Ja, komm, das ist doch jetzt. Also komm, jetzt wird's langsam. Oh, jetzt komm. We have a skylight right in the center, bringing a ton of natural light to the space. We have built-in blackout shades also as well. Now let's continue our tour. Ey, ich frag mich gerade, so einen Anzug, den könnte ich halt nie tragen, ne? Ich weiß nicht, da musst du ein bestimmter Typ für sein. Weißt du, wie ich meine? So schwarzes T-Shirt, also alles schwarz so, aber mit T-Shirt, nicht mit Hemd. Ich würde, glaube ich, ich würde komisch aussehen damit. Now let's continue our tour. We have these two chairs currently turned this direction to your seating area. And obviously when you're cruising, you have it turned the other way around. But more importantly, Mikey, ready? I'm gonna lower it a tiny bit. There you go. Normally you would have these chairs leaning back, so you can actually lower this queen size bed all the way down. Oder man kann einfach die Leute, die hier sitzen, wie bei Star Wars in so einer Presse einfach zerquetschen. Got a bad feeling about this. That's pretty cool. So at least four people can sleep in here. They have roof heating here. Zeig that mal. Way you don't compromise the comfort. Even in this space, you have some built-in reading lights. Another oh, skylight. Das ist zwar auch wieder dieser sterile Star Wars Look, aber das ist schon, oh, das ist schon geil. So während der Fahrt da oben, weißt du, und dann dieses Geräusch vom Autofahren und so das bisschen so leichte Wackeln. Und dann hast du da irgendwie so ein Harry Potter Buch oder so. Und dann sitzt du da oben und chillst. Oh, nice. Detail there. Plugs, kind of everything you need, another cozy spot. As we go in here, it's super spacious and I gotta say... Wow, das ist schon krass hier. Aber das mit den Spiegeln feiere ich nicht. Diese Dinger, ne, dass das dann nachher so, dass das so Kameras sind und dann hier ist es ein Bildschirm. Ah, das fühle ich gar nicht. I'm currently sitting in the driver's seat and my dashboard here with two built-in screens. It looks like I'm driving a really nice Mercedes SUV. Es ist, aber ich weiß es nicht, Leute, vielleicht bin ich einfach zu alt, aber ich bin kein Fan, wenn Autos alles nur digital haben. Ich denke mir immer so, da muss einmal der Computer ausfallen oder irgendein Chip falsch gepolt sein, was auch immer, dann das gute alte einfach, eine echte Anzeige einfach so, das ist immer besser, finde ich. Wahrscheinlich eh so ein Take, den ihr wahrscheinlich eh auch finden werdet, ich weiß nicht. Aber I don't know, ich finde es irgendwie nicht so geil, dass alles immer nur Bildschirme sind und so. It doesn't even feel like a motorhome, you have your GPS here. And we mentioned it on the exterior, instead of side mirrors, you have side cameras. Obviously your vision is a little bit low here, since we have the slide outs open right now. And Mikey, look at this, I mean, this is your gear, you have all this extra storage, obviously. I mean, it's amazing, I'm sure it's super fun to drive this thing around. And ja, darfst du aber nicht. Great. I don't know. Entschuldigung, Herr Enes, Sie dürfen hier nicht fahren in Deutschland, weil Sie haben hier gerade einen 7,5 Tonner per Gesetz und da brauchen Sie einen Führerschein Klasse, lass mir das lügen, 23a und deswegen können Sie hier nicht fahren. Das können Sie vielleicht in Amerika machen, das ist auch alles okay, aber Sie brauchen den Führerschein C, der Klasse C und das haben Sie hier nicht und deswegen bitte ich Sie jetzt aus dem Fahrzeug raus. Danke. I'm so impressed with this motorhome. Yeah. Now, I want to take everybody back again to the living room area. And right here, we have the Miele induction cooktop. Above that, you have your tucked-in kitchen vent. And here, ah, okay. We have a nice LED channel lighting for the entire kitchen. Upper cabinets above. And Mike, I got to show you this detail. Of course, these are soft close. Check this out. They have espresso cups. Wenn da jetzt eine Siebträgermaschine drin ist, dann kriege ich einen kleinen, einen mittelschweren Anfall. Aber wir wissen alles, wird. Ich wette, der rückt jetzt auf den Knopf und der Kopf. Also, und ich hoffe es nicht. Bitte nicht. Branded with Dembell. That's pretty cool. All okay, gut. This cover plate comes off. And there you go. You have your modern sink. Oh, das ist eine geile Spüle, Mann. Oh. Nice and sleek. Oh, das sah aber ein bisschen wackelig aus, ne? And let's put this cover back on. Another good detail. Ah, das ist schon gut. Das ist schon gut engineered, ey. We have this awning window here that you can open up. Get some fresh air, right? I love aber dass das so quietscht, weiß ich nicht. Da müssen wir nochmal Öl. Throughout the entire motorhome, everything is motorized. Yeah. All the curtains and everything. Everything's now motorized in a motorhome. Check out more cabinets. Down below the sink, we have additional cabinetry here. Mm-hmm. Everything is nicely compartmentalized. And they even utilize spaces like this one to create extra storage. Naja. Now, the last part of this kitchen is right kann here. Kann man Salz door opens up to your fridge. Down below. Ein Liebherr-Kühlschrank. Hatte ich früher auch. Liebherr ist jetzt nicht die Top-End-Marke, oder? Da müsste doch jetzt ein Bosch sein oder sowas. Below, oder SMEG. The freezer. And that wraps our tour for the kitchen.
And right next to that, we have an additional door opening up the small closet space where you have your control for your AC generator. And this screen right here controls the entire motorhome. You can use it for your slide out. Warum flackern manche Kameras bei manchen Bildschirmen? Ich habe das auch. Wenn ich hier zum Beispiel zu Hause da hinten den Fernseher anmache, ich wollte es ja mal machen, so dass ich hier so geil so montemäßig so ein Feuer, dann flackert das auch. Das hat irgendwas mit Herzzahl zu tun, ne? Frequenz. Ich habe da nicht aufgepasst in Physik irgendwas. Ah ja, 60 Hertz. Ah, da bin ich jetzt schon überfordert mit den Infos. Ne? Ist auch so typisch ich. Ich frage was im Chat und der Chat antwortet einfach. Und ich gehe nicht drauf ein und sage, ah, oh, ist mir zu stressig. Das ist so ich in a nutshell. Ich bin so crazy, oder? Anyway, Enes, mach mal weiter hier. Now following this hallway, we have a coat closet here and the first door on my right. Oh, die haben so ein japanisches Klo, huh? Das ist so mit Knöpfen und macht so Geräusche und so. Inside goes into your bathroom. Now like the rest of the motorhome, LED lit mirror. Ich mag's nicht. Nice bowl sink. Es ist zu clean. This toilet right here, Mikey, is also heated. I mean, this is incredible. You have a LED lit mirror here for Basierstiefel, Spiegelservice. When you get ready, heated towel racks with this Korean stone back wall. Gut, aber andererseits merkt gerade, wenn man damit auf der Autobahn fährt und da einfach mal schön ein Ei legen, ist schon nicht schlecht, hä? So bei 100, 120. Mood lighting here, the amount of details. Wo geht's da jetzt hin? Right behind Dusche. Me, we have the vent on right now. Is your walk-in shower with a massive rain. Boah, Regendusche. Even your shower head is actually a good size. Yeah, and it's not small in there either. Go inside. Check it out. You have mach mal zu, jetzt komm. Here. I mean, it's a good size. And on the back, das you actually have shampoo and edge here with LED lighting. Yeah. I mean, they thought about it. Everything. Mirrored pocketing door. I said mirrored boah, because Doppelbett. You can actually see yourself. It's like a nice... Mikey macht einen Daumen hoch, guck mal. Mikey ist mein Man, Alter. Guck mal, Mikey, wie er jetzt den Daumen hoch macht. Das finde ich gut. Er ist einmal kurz zu sehen, einmal kurz ein bisschen Fame. Was macht er? Er macht einen Daumen hoch. Ja. Door. I said mirrored because you can actually see yourself. It's like a nice... Ich weiß nicht, warum ich das witzig finde, aber das finde ich voll funny. Wie Mikey einfach gut. Er weiß, das werden sich wie viele Millionen Leute angucken und dann hat er nur einfach einen Awkward-Daumen hochgemacht für 41 Millionen Leute. Mikey war so. Okay. Now, this space wow. is just as cozy as the rest of the motorhome. I love the mood lighting that they have throughout around the bed setup. You have two massive windows on each side with natural light. Again, they're heated. And of course, you have your bug screen. Automatic shades, blackouts, everything you need. Mikey, just like the yachts that we've been seeing, they have the same stainless steel reveal detail around this window opening that looks exquisite. Behind that, we have the grill for the radiator, nicely hidden behind this wood paneling throughout the room. Yeah. Es ist schon nice, aber wie gesagt, das ist am Ende des Tages ja auch einfach Geschmackssache. Ich kann es auch nicht wirklich beschreiben, was mich daran stört. Es ist einfach, ich kann es nur sagen, es ist mir zu clean, es ist zu... Ich weiß nicht, da fehlt Persönlichkeit, da fehlt irgendwie Charakter, da fehlt sowas wie Kontrast. Es ist einfach immer nur dieses Beige und Braun und so und mit Unterbodenbeleuchtung so mäßig. I don't know. I mean, Mikey, overall great space. I love the bed setup here. So cozy. Richtiges Gamer-Bro-Wohnmobil. Stimmt schon ein bisschen, aber Vorsicht. Das ist die Hälfte von meinem Chat. Behind the bed setup, we actually have all these doors. Spaß! Now, so far we saw the exterior and the interior of this motorhome, and there's actually one more thing left. I think we should take it out on the road and see how it drives. Let's do it. Oof. Ja, schon irgendwie ein krasses Gerät einfach, ey. So we just took das ist einfach ein LKW, Leute. Das ist einfach... Es gab irgendwie, ich erinnere mich die ganze Zeit an so eine Simpsons-Folge, eine ganz, ganz alte Simpsons-Folge. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch jemand auf dem Schirm hat. Wo auch sich Homer unbedingt ein Wohnmobil kaufen will und Flanders holt sich halt eins, was viel geiler ist. Und das ist so ähnlich die Richtung, so ein Riesenteil. How do you like my new wheels, Simpson? Oh, wow, man. What an RV. Bart! And I gotta say... It drove so smoothly, it's incredibly quiet, and something about being really high, it just makes it really fun. Also dieser Kanal, die wissen schon, wie man es macht, ne? Also die haben nicht umsonst 3,6 Millionen diese Kamerafahrten und so, das ist gut vorbereitet, macht er schon gut. What an amazing vehicle, and we'll see you guys next week. Ja, gutes Video.